Oh. Morning. Kaffeezeit. So. So, willkommen auf der Hof Bergmann 1007. Ich muss mal eben. Hatte ich oder hatte ich noch nicht? Bin gerade etwas verwirrt. Karl, dieser Quatsch. Habe ich da ausgemacht. Warum zeigt ihr mir den Mist immer an? Dann kommt der weg. Wir fahren mal eben gucken. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, ich habe geflüchtet. Aber ich kann es jetzt nicht so genau sagen. Dann werden wir mal nachschauen. Das ist klar. Bin ein bisschen durcheinander. Ich habe übrigens die Sträucher da weggemacht. Habt ihr das gesehen? Yes, es ist geflüchtet. Gut. Es ist geflüchtet, es ist geflüchtet. Hier. Oh, dann machen wir es mal so. Hier in der Mitte und so. Das Gestrauch habe ich weggemacht. Gestrauch. Das gesträuchelt. Die da ist ja noch. Der ist besser. 100%. Zack. Zack. Nochmal zack. Wo wir schon mal gerade hier sind, können wir es ja mit, ne? Bin gerade so überlegt. Noch mit, jetzt auch voll. Ja, meckern wir nicht so rum. So. Angurten das Ganze, wir nichts verlieren. Wir gucken. Wolle. Baumwolle? Nein. Wolle. Landhandel? Die war 1400. Fahren wir doch da hin. Das war ein bisschen blöd, wenn ich das oben auf den Trichter schmeiße, aber pff, ne? Wegen die Flexibilität und der Muftizität machen wir das. Hallo, Herr Blitzer. Sind Sie da? Oh. Nein, sehr schön. Sehr schön, er ist nicht da. Dann wird er hier unten stehen. Könnte sein. Ui, ui, ui. Mein Maserati fährt 210. Schwupps, die Polizei hat es nicht gesehen. Das macht Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Wer kennt es doch? Na? Nicht schüchtern aufzeigen. Wer kennt es noch? Das war der Markus. Der Markus. Der wollte Spaß. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das hier. Ne? Soll ich die vorstellen, kann ich mir das nicht, dass das hier klappt. Ehrlich bin.
Oh, doch. Na, guck an. Jawohl. Dann machen wir das so. Und fertig. Gut. Mal wieder da halt. Ja, genau. So. Mein Gott, war ich bin ich wieder so weit mit den miesen Mitten gehört. Schlimm. Also diese Ami-Autos. Diese Ami-Autos, diese dicken V8, die ziehen einen Sprit, die machen die ja. Das ist wirklich so. Ja, das muss man ja mal ganz klar so sagen. Oh, bin leicht vom Weg abgekommen. So, dann holen wir den in der Garage. Das ist ein Spritfresser hier. Und ja, das ist. Wenn man sonst mit dem Trecker fährt, man ist diese Geschwindigkeit nicht gewohnt, weißt du. Unglaublich. Ab in den Stall mit dir. So, raushüpfen. Was habe ich denn hier überhaupt drin? Gar nichts, ne? Nee. Nee, hat er nicht. Okay, dann werden wir uns jetzt eine Drille schnapsen. Mein letzter Wille. Ich will eine Drille. Und nochmal den, ne? Da, 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 da. So, einmal zurückdrehen. Und dann müssen wir den hier haben. So. Siehste. Was war das denn? Ach so, Kotflügel. Gut, dann machen wir weg die Kreuze. Braucht man nicht mehr. Was mache ich denn überhaupt da drauf? Auf den, auf dem Feld. Wir machen hier mal Hafer drauf. Aber jetzt gehe ich jetzt einmal hier hin. Landschaftsbau. Einmal hier rüber. So, jetzt passen Sie mal up. Passen Sie mal ob. Dahin. So. Da die Ecke.
Ecke machen wir weg. Da diesen komischen Zippel haben wir auch weggemacht. So. Ne? So ist doch okay, oder nicht? So, so lassen wir das. Ja. Brille ist auseinander. Wunderbar. Absenken, einschalten und dann gucken. Dann ist da vorne nicht mehr ganz so ein Gezippel, weißt du, so diese. Das war ein bisschen blöde. Jetzt dieser Farbunterschied wird verwechselt. So geht das. So geht das, so machen wir Meters. Ja, jetzt bleibt noch ein bisschen. Das ist auch so schon gut. Es passt schon. So, wir was ist jetzt los? Wir schauen mal. Nee. Ach, passt ja hervorragend. Absenken, einschalten, Gas. Sehr, sehr schön. Draußen kann man noch nichts sehen. Es ist noch dunkel. Prost. Machen wir erstmal hier die Spitze weg. Ja? Und sie sind der Meinung, das war Spitze. Mag der eine oder andere vielleicht auch noch kennen. Hänschen Rosendahl. Mit Dalli Dalli.
das? Dann muss ich doch wieder einmal. Ja. Nicht ganz. Dann machen wir weiter. Machen. Der Wille war da. Hat nur nicht ganz gepasst. Aber da kriegen wir hin. Da habe ich doch schon ganz andere Sachen versaut. Oder? Ja, so sieht das aus. Mensch, habe ich mich heute geärgert, beziehungsweise gestern Abend. Ich nehme jetzt am 2. Advent auf, den Sonntag, 2. Advent. Das ist der 5., 6., 6., ne? Der 6. Dezember. 6. Dezember, genau. Und gestern Abend, also den Samstagabend am 5. Dezember, da war ja wohl deutschlandweit, dass die Landwirte da mit ihren geschmückten Traktoren durch die Straßen gefahren sind. Also weihnachtlich beleuchtet und geschmückt. Teilweise haben sie auch an Kindern wo Süßigkeiten verteilt, habe ich gelesen. Also das sollte ja so eine weihnachtliche Aktion ja, zu mehr Zusammenhalt und in dieser schweren Krise jetzt zur Zeit hier mit Corona und der ganze Gedönse. Die Weihnachtsmärkte fallen ja aus und so weiter. Oder die meisten. Und da haben die Landwirte sich da wohl irgendwie was bei gedacht, ne? Dass die da mal was machen wollen für die Leute. Fand ich super. So, unter anderem sind die auch hier bei uns in der Stadt gefahren. Ich habe es leider nicht gewusst. Die sind quasi, wie weit ist das? Lass 250 Meter von hier sein. Da ist unter anderem eine Straße, wo die auch hergefahren sind. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich da natürlich sofort hingegangen und hätte da auch ein paar Aufnahmen gemacht. Hätte ich meine GoPro mitgenommen. Ich habe es leider nicht gewusst. Wie ich es bei Facebook gesehen habe, war es natürlich schon vorbei. Sehr, sehr schade. Also da wäre ich gerne hingefahren oder hingegangen. Das hätte ich mir gerne angeguckt. Meine Frau wäre dann auch mitgekommen mit ihrem Elektroschlitzer. Ja, das war natürlich ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, ist das denn irgendwie großartig? Ich habe überhaupt nichts davon mitgekriegt, dass irgendwie auch vorher groß angekündigt worden ist oder so. Keine Ahnung. Ich habe dann hier, wie gesagt, nur die Aufnahmen gesehen bei Facebook und so. Sehr schön. Das war wirklich sehr schön. Also ich denke, das hätte noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Und da hätten die Leute ruhig am Straßenrand stehen können und mal Beifall geben. Also, ganz ehrlich. Aber dann geht es ja wieder los. Ach, wir haben ja nicht zu viel auf den Haufen stehen. Ne? Vielleicht hat es auch deshalb nicht ganz so an die große Glocke gehangen. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich fand die Aktion super. Und das ist ja in vielen Städten gemacht worden, ne? So wie ich das auch in den Nachrichten gesehen habe. Nicht schlecht. Ich
weiß nicht, ob das irgendwie von einem Bauernverband oder ich kenne mich da leider nicht so aus. Ich bin ja nur hier der virtuelle Landwirt, sag ich mal. Hobbybauer. Nein, aber ich meine, es wäre irgendwie von dem Landwirtschaftsverband oder Bauernverband, wie sich das schimpft, keine Ahnung, wäre das wohl angeregt worden. Und da haben wirklich sehr, sehr, sehr viele mitgemacht. Und das höchste Respekt, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Gut, wenn dieses Video hier kommt, ist das schon wieder Schnee von gestern da. Ich bin ja schon ein bisschen im Voraus mit der Aufnahme, weil das Video müsste kommen. Moment. Ich gucke nach. Am 12. Dezember kommt dieses Video, Samstag. Also, ne? Dann ist das ja schon wieder eine gute Woche hin. So sieht's mal aus. Jojo. Steife Finger. Dichte Knochen oder was? Keine Ahnung. Die Fingergelenke, die sind, als wenn die dick wären, so fühlt sich das an. Ach ja. Ich bin auf. Zum nichts mehr zu gebrauchen. Selbst im Krematorium wollen sie mich nicht haben. Es sei denn, ich würde so 2 Zentner Kohlen mitbringen. Damit das Feuer zwischendurch nicht ausgeht. Das ist nicht zu fassen. Ich hätte keinen Heizwert, haben sie gesagt. Das ist unglaublich. Da machst du was mit, du, das sage ich dir. Mein Hund. Nix bei denen. Na, mein Dicken? Hm? Ist ja dunkel draußen, Schatzi. Sagt der Tacho. Ein Stündchen noch. Hm? So? Stündchen noch. Ja. Eine Stunde noch. Oh. Dann können wir rausgehen. Dann ist hell genug. Ne? Ja, genau. Sagt er. Ja, ich weiß nicht, ob einer von euch in Sibbershusum schon mal gesehen hat oder ja, Anführungszeichen kennt.
Er hat ja einen Schäferhund, einen Fred. Das kann ich mal, ist ja jetzt gewesen, etwas über ein Jahr. Der ist ja leider vor einem Auto gerannt, der ist dabei verstorben. Meine Herrschaften. Ich meine, ich kann ihn gut verstehen. Der hat darüber gesprochen und hat das, ne, den Leuten erzählt. Also er macht ja immer diese Vlogs. Und ja, die haben wohl beim Abendessen gesessen, dann hat der Hund was gehört oder ist rausgerannt. Er noch hinterher, aber wie er an der Tür war, sagt er, das nur scheppern hören und dann ja, war wohl nichts mehr zu machen. Und dieser Hund, der ist mit ihm auch überall, der war ja ewig bei ihm. In der Werkstatt und ja gut, auf dem Trecker selber so nicht, aber es war mitgelaufen und was weiß ich halt alles. Ja gut, da hat er aber echt, meine gut, die Familie sowieso, Kinder und so weiter, ist klar. Aber mein Gott, haben die gelitten. Das konntest du ihm richtig anmerken. Also da musst du auch derbe kämpfen. Am ersten Advent. Abends ist das passiert. Wie gesagt, ich kann das gut nachempfinden. Ich habe zwei Hunde von uns ja, beerdigt, sag ich mal, und in den Tod begleitet. Die sind dann eingeschläfert worden, altersbedingt und gesundheitsbedingt oder aus gesundheitlichen Altersgründen, so wie immer man das nennen möchte. Das ist schon hart. Jeder, der ein Haustier hat, Katze, Hund, Hamster, was weiß ich, der wird das einigermaßen nachempfinden können. Das ist nicht leicht. Und wenn das dann durch so einen blöden Unfall passiert, jetzt sagte er, er hatte doch Glück. Was heißt Glück? Der Hund ist so vor dem Wohnmobil gelaufen, was natürlich auch beschädigt worden ist dabei. Und die Leute waren sehr, was sagt er, ja, sehr einfühlsam. Die hatten wohl selber oder haben selber auch einen Hund. Ihr werdet sofort hin, ja, der Hund ist versichert und braucht sich keine Gedanken. Das ist jetzt erstmal völlig zweitrangig. Die haben sich jetzt um das Tier gekümmert. Das ist ja heutzutage nicht selbstverständlich. Meine, wenn so ein Schäferhund vors Auto rennt, der war ja nur jetzt in dem Alter auch schon ja, ausgewachsen, sage ich mal. Das ist ja schon Klopper. Ne? Und so ein Wohnmobil kann man sich vorstellen, unten rum, so die Schürzen und so, das ist ja auch alles so Kunststoff, das fliegt ja alles weg. Denke ich mir mal. Also das wird wohl schon ein größerer Schaden sein, könnte ich mir vorstellen. Aber das war denen völlig egal. Also erstmal. Sicherlich, wenn die das reparieren lassen, ist logisch, aber in dem Moment erstmal egal. Haben sich erstmal um das Tier gekümmert, aber es war leider nichts mehr zu machen. Also was ist immer hart. Ich meine, auch ein Landwirt, ich meine, der weiß ja, wie das ist. Ne? Seine Tiere, wenn er sie zum Schlachter bringt und so weiter. Es gibt ja auch Landwirte, die an Tieren hängen, an ihren Tieren hängen. Aber das ist nun mal so der Gang der Dinge. Das wissen die, aber so ein Hund, das ist ja nur wieder was anderes. Der ist im Haus mit dabei, der hat mit den Kindern gespielt und naja, wie gesagt, bei ihm war er immer mit dabei, meine Güte. Das ist ja genauso wie mit unserem hier. Das ist, also wenn das hier mal so weit ist, dann kannst du mich auch wieder zwei, drei Tage nicht mehr gebrauchen. Mach ich gar nicht dran denken. Der ist jetzt 9,5, diese großen Rassen. Ich habe Neufundländer, die werden ja nur so 10, 11 Jahre im Durchschnitt. Es gibt welche, die werden ein bisschen älter, klar, logisch. Aber das ist halt nicht die Regel. Noch ist er für sein Alter fit. Und naja, warten wir es mal ab. Aber wie gesagt, ich mache ja einfach dran denken, wenn das soweit ist, um Gottes Willen, dann drehe ich wieder am Rad. Gut, aber nichtsdestotrotz, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Ne? Wir hören oder sehen uns. Bis dahin. Tschüss.